Hallo, ich bin Sophie, ich gehe in die 10. Klasse und ich würde gerne eure Schülersprecherin sein. Schon im letzten Jahr war ich aktiv in der SMV und im SAK und war auch schon bei der Schulkonferenz dabei. Und dort würde ich mich auch dieses Jahr gerne wieder für euch einsetzen. Ich würde gerne den Unterschied machen und einfach als Ansprechpartnerin immer da sein. Ich würde gerne mit allen Stufen kommunizieren und vor allem für euch Aktionen wie zum Beispiel die Faschingsparty noch interessanter machen. Hallo, ich bin Valentin. Ich bin 17 Jahre alt und Schüler der Jahrgangsstufe 2. Ich lese und reise sehr gerne. Als Schülersprecher möchte ich der Vertreter aller Schülerinnen und Schüler sein und mich daher auch um die Belange aller Schülerinnen und Schüler kümmern. Ein Projekt, das ich gerne anstoßen möchte, wäre ein eigener Hobbyraum für die Schule mit Dart- und Tischkicker, um das Schülercafé zu entlasten. Dieses Projekt ist gedacht als ein Projekt, das die ganze Schule, also Unter-, Mittel- und Oberstufe, als Einheit voranbringt. Auch finde ich persönlich die Situation der Toiletten am Ende jedes Schuljahres nicht zufriedenstellend. Die Situation möchte ich daher drastisch verbessern. Hey, ich bin Sienna. Ich gehe in die Jahr 2 und ich gehe sehr gerne hier auf die Schule. Ich lasse mich als Schülersprecherin aufstellen, weil ich einfach mit eurer Hilfe und euren Ideen unser Schulleben etwas verbessern will. Und das durch Projekte wie mehr Sitzplätze oder einfach eine Pausenhofumgestaltung. Mir ist auch mega wichtig, die Schulgemeinschaft zu stärken durch coole Projekte wie Schule als Stadt und einfach alle Interessen von den verschiedenen Klassenstufen zu vertreten und die dann auch wirklich in unserer Schule umzusetzen. Liebe Schulgemeinschaft, mein Name ist Felix Ringener, ich gehe in die J2 und ich würde gerne die Verantwortung des Schülersprechers übernehmen, weil mir persönlich ist ziemlich wichtig, dass die Kommunikation zwischen den Schülern und den Lehrern gut funktioniert und dafür würde ich mich auch gerne einsetzen. Ich habe immer ein offenes Ohr für eure Anliegen, Wünsche oder Probleme und was ich persönlich beibehalten würde, wären die Schulveranstaltungen, wie zum Beispiel der Culture Day oder der Olympische Tag. Ich glaube, das hat auch vielen ziemlich Spaß gemacht. Und was ich auch noch einen wichtigen Punkt fände, vor allem für die Unterstufe, dass da die Gestaltung des Pausenhofs attraktiver wird, wie zum Beispiel durch Fußballtore oder weitere Accessoires. Hallo, ich heiße Chantal, ich bin 13 Jahre alt und gehe in die Klasse 8D. Ich versuche Schülersprecherin zu werden, um die Interessen aller Schüler und Schülerinnen zu vertreten. Wenn ihr Probleme oder Themen habt, dann bin ich als Ansprechpartnerin da und wir versuchen zusammen eine Lösung zu finden. Ich möchte, dass sich jeder hier an der Schule wohlfühlt und man mit Ideen und Vorschlägen zu mir kommen kann. Und wir versuchen, diese umzusetzen. Ich hätte auch schon selber eine Idee. Nachdem wir einen Kaffeeautomaten bekommen haben, wäre es ja auch toll, wenn wir einen Snackautomaten hätten. Hi, ich bin Aurelio Muzzureva, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe in die Oberstufe J2. Und mein Ziel als Schülersprecher ist es, das an der Schule am meisten zu stärken, was sie halt ausmacht, und zwar ihre Schülerschaft. Ich habe Lust, mit euch coole Projekte umzusetzen, eure Wünsche zu repräsentieren und nicht nur sie sozusagen zu repräsentieren, sondern sie auch wirklich umzusetzen und eure Ideen anzuhören, damit wir diese Schule zu einem besseren Ort machen können. Hi, ich bin Yoshia Mitagaran, ihr kennt mich noch vom letzten Jahr. Ich bin jetzt in der J2 jetzt, mache mein Abi. Ich lasse mich kandidieren als Schülersprecher. Meine Ziele und mein Fokus liegt auf der Unterstufe und auf der Mittelstufe. Ich habe zum Beispiel vor, ein Soccer-Turnier zu planen, das wird super. Genau. Dann noch für die Oberstufe ein paar, Vorzüge, damit wir mehr Ruhe haben für uns und dass wir uns besser konzentrieren können, in den Pausen und lernen können. Genau. Und sonst, ich freue mich auf das Jahr mit euch. Ich liebe es, hier an die Schule zu gehen. Genau. Ich sehe euch im Gang. Ciao.